Und herzlich willkommen zu Folge 73. Ja, beim letzten Mal unten die Biogasanlage ein bisschen angeschmissen, ein bisschen mit Honig rumgebrutzelt. Das werden wir jetzt auch weitermachen. Deswegen schnell da hinten zu den Bienen und ein bisschen noch einsammeln, dass wir das auch gleich in die Zentrifuge mit reinschmeißen können. Und die sind die fleißig, die Bienen noch am Rödeln und bringen weiter Bienenwaben, beziehungsweise Honigwaben, die wir natürlich brauchen. Unser Haus nimmt auch mittlerweile Riesengestalt an. Da würde ich auch sagen, dass wir bald das wieder ändern und wieder ein separates Haus bauen für, weiß ich nicht, für ein Recycling oder so. Das muss natürlich auch sein. So. Rein da. Wie viel Energie hast du noch? Was geht? Der füllt sich hier rein. Die Anlage läuft. Genau, die kann ruhig laufen. Pump du mal den Rest noch weg. Unten sollte jetzt alles okay sein hier. Yep. Da hinten sehe ich aber jetzt doch Biomasse drin. Die Biomasse ist drin, noch nicht viel, aber immerhin. Und dann müsste ich bald auch diese Firebox bauen, wo ich dann mit Kohle und Holz Energie erzeugen kann. Wodurch ich auch noch hier Energie erzeugen könnte. Dazu müsste ich eigentlich nur Wasser hier reinpumpen. Das hätte ich auch eine schnelle Möglichkeit. Und zwar zwei Eimer. Leitungen. Dann machen wir hier ein paar raus. So. Und dann bräuchte ich den irgendeinen Extruder. Zwei. Wo ich den hingepfeffert habe, das wüsste ich jetzt mal. Einer sitzt unten, aber der andere, der muss hier irgendwo sitzen. Da ist er. Da ist er. Und dann können wir eigentlich eine dritte Zelle schaffen, mal nicht aufzuladen. Ich brauche noch ein bisschen Netherquarz oder sowas. Beziehungsweise, was haben wir denn hier noch ein Stack? Das haben wir noch ein Stack mäßig da. Das kann erstmal den reingeschmissen werden. Das wird den da hinten, weil der, die beiden erzeugen ein bisschen mehr Energie durch Kohle als Solarenergie da hinten. Das ist ja eigentlich nur ein Pufferspeicher für Dampf, wenn ich mal keinen Dampf über Nacht produziere. Die sollen ja einfach in so einen Dampfcontainer reingezogen werden. Genau, mach das mal eben. Dann nehme ich dich nämlich mit. Dankeschön. Und können die nämlich hier aufgefüllt werden, weil wir müssen auch langsam Schienen legen. Dafür. Dass wir das schon mal da immer reinpumpen, das Dampfgerödel. Dann brauche ich irgendwie 2 Stacks Kohle oder sowas. Ich habe ja, glaube ich, irgendwo Holzkohle schon reingeschmissen. Die können wir da uns zunutze machen. Da ist Holzkohle und da ist ein Stack Holzkohle. Das ist super. Ich muss hier irgendwie an Wasser kommen. Beziehungsweise hier haben wir ja Wasser. Zack. Und ich könnte eigentlich, ja, die Eisentanks sind ja fertig. Wie sieht's denn mit Schienen eigentlich aus? Also da brauche ich ja Teeröl, ne? Teeröl. Aber die Schienen schon, werden schon wichtig. Hier so alte Schienen brauche ich welche. Das wäre kein Problem. Da brauche ich die Dinger, da brauche ich das dafür, okay. Machen wir. Aber erstmal muss ich hier Wasser reinbekommen. Dann brauche ich irgendwie Holz oder noch ein... Ach ja. Das schmeißt er gleich direkt mit rein. Das sollte jetzt nicht passieren, aber ist auch egal. Und hier wollte ich den Extruder irgendwo hinsetzen. Hier so. Da setzen wir jetzt hin. Und machen hier einfach die drei Ecken frei. Das reicht eigentlich auch vollkommen. So. So. Gib mir noch bitte ein Eimerchen. Dankeschön. Jetzt füllst du dich auf, ne? Ja, bist du schon aufgefüllt. Jetzt brauche ich 1, 2, 3, 4, 5 Pipes noch. 3 Stück. Dankeschön. So. Und 1, 2, 3, 4, 5. Angeschmissen. Dann mach du mal hier die Zell voll.
So, mach voll, was geht. Na, die müssen jetzt gleich anspringen. Der springt jetzt an, produziert Dampf, produziert Dampf. Ja, und jetzt geht er langsam, aber sicher hoch. Super. Das können wir jetzt auch separat dauerhaft laufen lassen, hier ein bisschen nebenbei. Das brauche ich hier nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Ja, die weiß ich noch nicht. Aber ich habe wieder so viel Unrat dabei. Das geht auf keiner Kuhhaut. Achso, die Gastränen wollte ich noch wegtun. Die müssen auch da irgendwo rein. Wo schmeiß ich die denn hier rein? Am besten hier irgendwo, ne? Da. Hab ja erstmal noch genug Platz an Barrels. Und dann müssen wir unser System weiterbauen. Brauchen wir ME-Kühler? Keine Ahnung. Importbusse, Relais, Fertigungsmonitore, nein. Schablone, nein. Schablonenkammer bräuchte ich zwei. Nein, 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 nein. Nein, 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 das brauche ich auch nicht. Das brauche ich nicht. Ach man, wo ist das denn da? Wärmetauscher. Da brauche ich die Kabel. Dazu brauche ich Quarz, Staub und Redstone. Ich glaube, irgendwas jeweils ein Sack von gehabt. Eisen steht fest, dass ich das brauche. Plastik, nein, da. Das brauche ich. Das brauche ich. Glas brauche ich wieder. Hau hier die Eisenpipes brauchen nicht hier rein. Zack. Das brauche ich hier einmal. Habe ich das Staubzeug nicht irgendwo reingepackt? Ist es auch nicht. Hier ist es auch nicht. Hier ist es auch nicht. Irgendwo habe ich das so Zeug verstaut. Das hier reingetan? Ich glaube aber eher weniger. Ne. Wo ist das denn nun? Da. Ach, bin ich blind, Mensch. Das muss aufgefüllt werden. Und dann sagen wir halbes Stick davon. Ne, da brauche ich noch Glas. Glas. Auch noch das Glas. Dankeschön. So und so. Und einmal Kabelchen. So, mehr kann ich gerade nicht herstellen. Ich habe kein Glas mehr. Da muss ich auch irgendwie rankloppen, dass ich das irgendwie bekomme. Ah, Wärmetauscher. Da brauche ich jetzt Eisen und Eisen. Dinger für. So. Ich glaube, ein Stack reicht erstmal. Und dann schauen wir mal im Fix, wie viele davon brauchen. Da brauchen wir schon einige wieder für, damit das System laufen kann. Oh, falscher Rauch. Muss ja hier vorne rein. Hier rein und dann hier um Ecke. 4, 4. Das sind 8, 16, 16, also hier sind es immer 8, 8, 16, 32, 40 Stück brauchen wir. Oh, das reicht, das weiß ich noch gar nicht. Aber was ich auf jeden Fall nochmal nachgucken muss, ist das hier fertig? Ja, das ist fertig. Du kannst abgepumpt werden und du auch. Der Rest geht hier unten rein. Ah, es scheint, ist die Leitung wohl leer. Erstmal bei, ich weiß nicht, warum das bei Biogasmasse ist, das häufiger, dass sie sozusagen die Pipes voll sind, in Angesicht des Betrachters, aber dennoch eigentlich leer sind. Was machen die denn? 1,6 und 3, ja, das füllt auf jeden Fall gut auf. Das füllt gut auf, so. Jetzt habe ich gesagt, 40 Stück. Da komme ich gar nicht hin. Denn da bekomme ich immer nur eins raus. Ja. Oh, 10 Stück schon wieder verbraucht hier. Da habe ich noch hier welche.
Muss jetzt alles zusammenkratzen, was ich noch finden kann. Hier sind keine mehr. Das ist Eisen und Gold, das ist definitiv. Da müsst ihr ganz viel aufpassen, wenn ihr das mit anfangt. Das ist schweineteuer, das Zeug. So. Jetzt haben wir noch ein paar. 12. Ja, gehen schon wieder alle weg. Habe ich auch schon wieder keine mehr. Wie gesagt, aufpassen, das ist Materialverschwendung hoch 3. Wenn ihr sowas aufbaut, dann müsst ihr vorher wirklich viel gesammelt haben, viel vorgearbeitet haben, oder ihr macht das stückweise und baut euch das hier auf. Weil ich baue ja immer relativ große Dinger sofort. Und nicht mal so einen kleinen Pipi-Kram. Das brauche ich keine Menschheit. So einen kleinen Pipi-Kram. Das muss richtig loslegen sofort. Das ist auch nur für das System dann, dass es überall speichern kann. So. Gut. Warum bin ich eigentlich nicht beim Bett geblieben? Das weiß ich auch nicht. Zumindest läuft sie noch. Das läuft ja sowieso dauerhaft da draußen. Aber dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssen.